Nach dem Tiroler Peter Wurm aus Milz ein nächster Tiroler aus dem Inntal, Hermann Veratschnik, Verkehrssprecher der Grünen. Sehr geehrte aus Schwarz. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, werte Abgeordnete, werte Zuseherinnen, dass die europäische Richtlinie nicht alles kann, was wir uns arbeitsrechtlich vorstellen, das liegt auf der Hand. Der Kollege Muchitsch sitzt aber dabei aus meiner Sicht auf der falschen Baustelle, weil gefordert wäre, die Sozialdemokratie auf europäischer Ebene sich dementsprechend auch einzusetzen, dass es diese Maßnahmen und Richtlinien auch gibt. Hier liegt eine Richtlinie vor, wo wir ein vorliegendes Korsett haben, das wir, glaube ich, sehr gut gefüllt haben auf der Grundlage einer Sozialpartnereinigung. An dieser Stelle ein Danke und mein Respekt und meine Wertschätzung gegenüber den Sozialpartnerinnen, dass wir dieses Ergebnis hier heute vorliegen haben. Gerade im grenzüberschreitenden Güterverkehr ist eine gute Abstimmung zwischen den europäischen Staaten, insbesondere aber auch den Kontrollbehörden, notwendig. Schutz der Arbeitnehmerinnen kann nur dann effizient und erfolgreich sein, wenn es auch die dementsprechenden Kontrollmöglichkeiten gibt und die Instrumentarien, die wir auch auf nationalstaatlicher Ebene hier dementsprechend auch einsetzen können. Das wird mit diesem Gesetz, nämlich mit dem Bundesgesetz, Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, auch umgesetzt im Rahmen der europäischen Richtlinie. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass es eine Kraftanstrengung braucht, genau auch im grenzüberschreitenden Güterverkehr, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und ich möchte hier darauf hinweisen, wir sehen gerade auch in der Flugbranche, wie wichtig der Schutz vor dem Galopp eines liberalisierten Marktes auch ist. Wir erleben das jetzt und an dieser Stelle auch meine Hochachtung und meine Wertschätzung gegenüber allen Mitarbeiterinnen, die jetzt auch auf den Flughäfen und überall in diesen Bereichen auch arbeiten und ihr Bestes geben, damit der Kundenzufriedenheit gerecht geworden wird und den Kunden und den Fahrgästen auch geholfen wird in diesen schwierigen Zeiten, die es jetzt gibt. Und genau auch in dem Bereich grenzüberschreitender Verkehr. Hier geht es um die Lkw-Fahrer, Fahrerinnen, die hier unsere Unterstützung, unseren Schutz auch brauchen. Und es geht auch mitunter um die kleinen Unternehmen, die hier in einem Markt agieren, wo es faire Bedingungen braucht. Und diese fairen Bedingungen müssen dementsprechend auch kontrolliert werden. Deshalb, glaube ich, ist mit dem Bundesgesetz einiges umgesetzt, ob es darum geht, Festlegung besonderer Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die Meldeverpflichtung, um die Bereithaltung von Unterlagen im Fahrzeug, ob es darum geht, Bestimmungen im Zusammenhang mit der Amtshilfe bei Nichtübermittlung von Unterlagen, alles Bausteine, die wir brauchen, um zu kontrollieren, zum Schutze der Arbeitnehmerinnen auf der Straße. Dankeschön.